Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade mal in YouTube Studio geschaut und das letzte richtige Video, was kein Shorts ist, ist 124 Tage her. Das ist eine verdammt lange Zeit. Es haben in der Zeit auch ein paar Leute deabonniert, die meisten sind aber noch geblieben. Das finde ich gut. Ich möchte aber auch niemandem meinen Vorwurf machen, der deabonniert hat, weil klar, wenn nichts passiert, dann kann man ja auch mal den Kanal verlassen. Ich gebe es zu, ich habe das Ganze etwas schleifen lassen. Im November, Dezember, Januar habe ich den Bestand zum Großteil abverkauft, den ich hatte. Über das Weihnachtsgeschäft, über mein Gewerbe. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, das hat sich gelohnt. Ich kann auch noch mal ein Video machen, wo ich meine Ausgaben und Einnahmen mal schildere, falls das von Interesse sein sollte. Ich könnte jetzt mit irgendwelchen Ausreden kommen, mache ich aber nicht. Ich habe keine Videos gemacht, so viel steht fest. Jetzt bin ich wieder da und vielleicht freuen sich ja ein paar, dass es wieder Videos gibt. Wie regelmäßig kann ich euch noch nicht sagen. Ein großer Punkt, bei dem ich mich ein paar Monate vorher schon ein bisschen nervös gemacht habe, ist jetzt vorbei. Was heißt, ich kann hier wieder schön weiter durchstarten. Allerdings, was ich nicht habe schleifen lassen, ist fleißig weiter Dinge einzukaufen. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier, wie meine Ecke aussieht. Ich habe gestern schon ein Video aufgenommen, was ihr nach diesem hier seht. Da habe ich die Lampe einmal angemacht. Die hat kurz aufgeblinkt, dann ausgegangen. Jetzt ist sie tot. Also hat dies auch geschafft. Hat ein Jahr gehalten, anderthalb Jahre gehalten. Naja. Schublade steht halt auf mit den ganzen Werkzeugen drin. Hier sind drei Rechner, die fertig sind. Das Notebook ist defekt. Das muss ich irgendwie reparieren, wenn man das kann. Vermutlich Mainboard-Defekt. Der PC, das war Quatsch, der nicht. Der unterste. Dieser hier. Das war mein einzigster Garantiefall, den ich bisher hatte. Und zwar ist der öfters mit Bluescreens abgestürzt. Dann habe ich einmal quasi den Arbeitsspeicher ausgetauscht. Dann ging es eine Zeit lang gut. Es war aber das Mainboard. Dann hat der Käufer gesagt, so, pass mal auf. Die Kiste ist mir von der Leistung her eh nicht genügend, hast du ein bisschen was Besseres da? Habe ich gesagt, na klar, habe ich den verrechnet mit dem neuen, ihm 50 Euro Rabatt gegeben auf einem Rechner, der 280 Euro waren es, meine ich, gekostet hat. Ich finde, das ist okay, das kann man machen, das ist ein vernünftiger Deal. Hier ist meine Mainboard-Ecke. Und hier sind Sachen, die ich nur so ergattern konnte, die übrig waren. Hier so ein Notebook zum Beispiel. Da wollte ich mal einer Bekannten von mir Bescheid sagen. Die hat nämlich schon gefragt, wenn ich mal was übrig hätte, dann hätte sie das gerne. Und selbstverständlich gebe ich das dann auch so for free weiter. Weil sowas kann ich nicht mit Garantie verkaufen. Wer weiß, wie gut der Akku ist. Wir haben hier nämlich eine 5 vierte Gen und eine GTX 840M oder GT 49M meiner. Auf jeden Fall, den Akku hatte ich vollgeladen. Das Notebook steht jetzt ungefähr eine Woche, etwas mehr als eine Woche hier rum. Mal schauen, ob es noch startet. Oh, da ist es sogar. Also so schlecht ist der Akku gar nicht. Können wir mal schauen, ob er hochfährt. Hier ist über Umwege Windows 11 drauf. Läuft auch soweit flüssig. Lizenz fehlt natürlich noch. Können wir noch eine drauf machen. Und ansonsten würde ich sagen, ist das eigentlich ein schönes Gerät. Netzteil ist auch dabei. Ich kann ja hier mal einfach ein Stückchen rumgehen. Weiter geht's hier. Da haben wir unten eine R9 380 mit 4 GB. Eine RX 4 oder 570 mit 4 GB. Hier haben wir zweimal eine GTX 79 ITX mit 4 GB, realistisch 3,5. Intel Desktop Board seht ihr in einem der kommenden Videos nochmal was zu. Ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, deshalb gab es dazu auch nochmal ein dediziertes Video.
Ansonsten hier unten das Zeug, das hier ist eigentlich alles uninteressant. Das ist so gut wie alles Tastaturen und Mäuse. Ich muss das aber selber nochmal durchgucken, weil das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Hier haben wir auch noch eine R9380, ein paar Motherboards. Teilweise bestückt, teilweise nicht. Hier oben können wir mal selber drauf schauen, was drin ist. i7, vierte Gen, 16 GB RAM, 250er Intenso, 1 TB HDD, RX480, 8 GB Red Devil. Da ist das gute Stück nämlich von innen. Ganz schön, wie ich finde. Genau, die Grafikkarte wird ein bisschen heiß, deshalb haben wir hier unten noch den Be Quiet Lüfter eingebaut. Aerocool Quantum mit den RGB Lüftern. Hier unten haben wir ja den Garantiefall. i5, 2500, 8 GB RAM, 240er SSD, 500er HDD, GTX 660, Aerocool Mecha müsste das Gehäuse heißen. Hier haben wir eine Aerocool Delta, das hat hier unten RGB-Beleuchtung, hinten ein RGB-Lüfter. Oh, was ist da drin? Ich glaube eine RX570 und ein i5 vierte Gen. Lass mich lügen. Ja, i5 vierte Gen, RX570 von XFX, 8 GB, 256er SSD. Ist auch wieder so ein netter 250-Euro-Rechner, 260-Euro-Rechner, den man mit einem Jahr Garantie schön verkaufen kann. Jetzt wisst ihr erstmal, was los ist, was bei mir so abgeht. Ich hole jetzt mal die Mainboard-Kiste, gucke in die Tüten, ob da noch was Interessantes ist. Und dann können wir uns das auch nochmal gerne anschauen. Weiter geht's. Ich habe die Kiste jetzt mal leer gemacht. In den Tüten waren nur Mäusetastaturen, ein paar Anschlusskabel. Hier sind noch HDDs, die ich mir aus irgendwelchen PCs rausgezogen habe, die ich mir gekauft habe. 500er, 1 TB, 2 TB. Was ist das hier? 500 GB und wahrscheinlich nochmal 500 GB. Ja. Plus noch so eine kleine 250er SSD hier. Hier haben wir ein Board mit i7 2600. 8 GB RAM. Oder sind, ja doch, es sind 8, die kamen serienmäßig mal mit 4. Oder es sind 12, eins von beiden. Noch eine R9380. Das ist ein leeres Asus-Board. Die habe ich mir für 20 Euro das Stück gekauft. Sockel 1155, zweite und dritte Gen. Das sind so Workstation-Boards, aber die sind eigentlich relativ groß und sehen relativ cool aus und können relativ viel. Deshalb habe ich die gekauft. Hier ist noch ein vierte Gen-Board mit einem i5 4570, 4590, irgendwie sowas muss das sein. Hier i5 4460, beide mit 8 GB RAM. Hier können wir noch 16 draus machen und dann die RX4 oder 570 hier hinzupaaren. Und dann sollte das doch eigentlich gehen. Hier ist noch eine GPU, ganz viel RAM, also was sich halt so alles angesammelt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier schon sauber gemacht habe, das Board. Und ich würde fast sagen, damit könnte man doch einen schönen PC bauen, wenn ich nur eine Grafikkarte sauber mache. Und da würde ich vorschlagen, das können wir doch jetzt tun. Bevor ich aber einen Computer aus den Teilen bauen kann, muss ich diese erstmal sauber machen. Hier habe ich schon mal die Mainboards soweit, den Arbeitsspeicher ausgebaut, die Kühler abgesteckt, dass man nicht, wenn sich der Lüfter dreht, das Mainboard noch frittiert. Hier haben wir Grafikkarten alle auseinandergeschraubt, dass man da gleich schön durchpusten kann mit dem Kompressor. Natürlich auch die Lüfter und alles abgesteckt. Hier ist eine GTX 79. Erstmal 2 Wochen gedauert, bis die ankam. Der Typ hat sich nicht mehr gemeldet. Funktioniert. Hinten haben allerdings alle Schrauben gefehlt. Diese kleinen, die unter den HDMI und DisplayPort sind. Da habe ich jetzt etwas improvisiert. Hier eine und hier oben eine, die dann die Blende festhält. Hält jetzt zumindest erstmal wieder. Da dachte ich, das war's, aber nein, das war es nicht. Irgendwer kam auf die glorreiche Idee, hier Flüssigmetall drauf zu machen. Ich hoffe, ich kriege das wieder einigermaßen gut darunter. Wenigstens ist hier noch ein bisschen Silikon drumrum. Und hier hoffe ich mal, dass das jetzt nicht den Aluminiumpart weggefressen hat, weil manche wissen es ja nicht, Flüssigmetall darf man nur mit Kupfer benutzen. Bei Aluminium, das wird weggefressen. Da gibt es eine chemische Reaktion und dann war es das. Deshalb probiere ich jetzt, bevor ich mit dem Kompressor darüber gehe, alles runter zu bekommen und dann machen wir die Karten sauber. So sieht die Karte jetzt aus. Ich wollte jetzt erst mit dem Kompressor drüber und dann zusehen, dass ich diese ganzen Rückstände noch wegbekomme. An manchen Stellen funkelt es noch,
Ich möchte zusehen, dass das alles weggeht, weil ich keine Lust habe, dass ihr dann irgendeinen Kurzschluss auf die Karte kommt. Keine Ahnung, warum es nicht in der Beschreibung stand. Ist ein bisschen blöd. Aber meistens erwischt man gute Karten von vernünftigen Verkäufern, aber manchmal ist halt auch sowas dabei. Muss man mit klarkommen. Ist halt so. Soweit ging das weg. Hier ist tatsächlich kein Flüssigmetall mehr drauf. Das, was man jetzt noch sieht, ist, wo das Flüssigmetall das Material angegriffen hat. Deshalb ist es das eigentlich nicht wert dafür, dass so eine Karte in paar Grad kälter läuft. Kann ich nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Ja, im extremen Overclocking-Bereich gibt es sowas, das weiß ich, aber das macht man nicht mit einer ITX-Version von einer Grafikkarte. Also, verstehe ich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn das alles sauber ist. So, alles wieder schön sauber. Hier haben wir mal die Chaos-Kiste. Ich weiß nicht, was mache ich zuerst? Mainboards oder Grafikkarten? Ich vermute mal Mainboards, das ist etwas einfacher. Wir müssen nämlich noch die Wärmeleitpaste tauschen und bei einem den Prozessor wechseln, weil da nur ein i3 drauf ist. Starten wir mal mit der Möhre hier. Der hatte 4x2 Gigramm, die kommen da auch gleich noch rein. Blenden habe ich natürlich hier gelassen. Schwarz war die nicht, sondern Silber. Das ist sie nicht. Das ist die passende Blende. Sehr schön, hätten wir das auch nochmal wieder zusammen. Prozessor liegt hier oben. Kommt jetzt hier mit einem i5-2500 rein, wird dann mit einer R9380 eher so eine budgetorientierte Kiste, ne? Aber das wird schon, denke ich. Mainboards sind fertig, ich hatte mich ein bisschen vertan. Hier ist ein i5-4440 und hier ist ein i5-3470 drin. Was heißt die RX400? Was ist es denn jetzt? Ich schaue gleich mal nach, was es ist. Kommt hier nicht rein, sondern eine GTX 79. Hier würde ich sagen, auch eine GTX 970 und hier eine R9380. Dann hätten wir das doch erstmal gut verteilt. Je nachdem, was hier für eine CPU drauf ist, kommt dort vielleicht die RX 470 drauf. Und so sieht ganz viele tolle Hardware aus, nachdem man diese sauber gemacht hat. Nochmal zu der 79. Wenn ihr nicht plant, eure Grafikkarte nach dem Gebrauch wegzuschmeißen, dann lasst das Flüssigmetall darunter. Ich habe gerade locker nochmal 20 Minuten dran gesessen, alles von der Platine runterzukriegen, dass da auch kein Kurzschluss drin ist. Ich hoffe, dass das Ding gleich funktioniert. Ja, ich muss Garantie bzw. Gewährleistung darauf geben, aber das ist ja jetzt auch nicht die teuerste Karte, wenn man die mal ersetzen muss. Also das sollte wohl gehen. Ansonsten würde ich sagen, geht es jetzt weiter, das alles zu konfigurieren, was die Rechner dann nachher für Ausstattung haben werden. Und die meisten sagen ja immer, hey, hier ein bisschen PC, ein bisschen zusammenbauen, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das ist es nicht. Da steckt noch etwas mehr hinter. Man muss erstmal die Sachen finden, dann irgendwie kaufen, sich mit dem Verkäufer einig werden, auch über die Bezahlungsmethode einig werden. Als nächstes annehmen quasi, es wird geliefert. Man muss kontrollieren, ob alles passt, wie es beschrieben ist, ob es funktioniert. Ich muss den Wareneingang machen, Inventur, kommt auch noch alles. Dann muss man noch alles dokumentieren. Ich muss ja einmal im Jahr einen Nachweis über meine Einnahmen und Ausgaben vorlegen. Und das kommt alles noch dazu. Aber vielleicht rede ich gerade auch ein bisschen viel, weil ich noch am Bremsenreiniger schnüffeln bin. Aber vielleicht rede ich auch gerade ein bisschen viel, weil hier ein bisschen viel Bremsenreiniger im Raum ist. Deshalb, ich würde sagen, ich konfiguriere das gerade mal passend und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. So sieht der Zwischenstand jetzt aus von den Teilen, die ich hier unten habe. Hier haben wir erstmal den i5-2500 mit 8 GB RAM, der R9380. Hier eine gebrauchte 250er SSD und eine gebrauchte 500 HDD. Die HDDs hatte ich noch unten, die beiden 500er, deshalb habe ich die jetzt erstmal hier zugepackt. Hier haben wir einen i5-3470, 12 GB RAM und eine GTX 970. Hier haben wir einen i5 vierte Gen, 4,5 irgendwas, muss ich gleich nochmal schauen, 8 GB RAM und eine RX470 zusammen mit einer 500 HDD von Anfang 2016. Und ganz hinten ein i5-4440 mit 8 GB RAM und einer GTX 970. Das alles werden Rechner sein, die so im Raum zwischen 200 und 260 Euro sein werden. Und das, denke ich, ist angemessen. Jetzt fehlen noch ein paar Festplatten, beziehungsweise eine. Drei neue 256er SSDs. Netzteile für die ganzen Kisten.
und Gehäuse. Gehäuse habe ich aber genug. So sieht das Ganze nun fertig auskonfiguriert aus. Ich brauche jetzt nur noch Gehäuse dafür. Das wird in ein eher günstiges Gehäuse kommen. Und das sind ein paar bessere, die ich habe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich mal einen fertigen PC habe. So, dann gibt es den günstigsten zuerst mit dieser Config hier. Und immer ihre coolen Mecher. Das hat hier vorne einen RGB-Streifen, Glasscheibe, RGB-Lüfter, aber dafür keine Netzteilabdeckung. Aber ich habe noch zwei von diesen Gehäusen, jetzt nur noch eins, nachdem ich es verbaut habe, und ich wollte die mal langsam mit verwursten. Und hiernach habe ich noch zwei neue Gehäuse von der Aerocool. Die hatte ich noch nie, die wollte ich dann auch mal ausprobieren. So, der erste Rechner ist fertig. Ich habe ganz vergessen, wie viel Arbeit das ist, wenn man das vernünftig machen möchte. Hier vorne der RGB-Streifen, hier oben sieht alles gut aus. Mit der einen R9380 wollte er nicht funktionieren, aber ich habe ja zum Glück noch eine zweite. Damit geht alles. Und von den Kabeln her, finde ich, ist mir das auch ganz okay gelungen. Wie gesagt, hier unten die Datenträger, Netzteil, Grafikkarte und der Rest ist okay. Ich denke mal so 230 Euro, weiß ich nicht. Irgendwie sowas um den Dreh wird er wohl nachher kosten, der PC. Und auch hier gehe ich nochmal darauf ein, nein, ich werde euch keinen Link zu meinem Gewerbe zur Verfügung stellen. Es ist nicht schwer, das zu finden. Wenn ihr es gefunden habt, ist schön, aber wenn man einen Link reinstellt, dann wird das als Frageportal benutzt und dann hat man ziemlich viele nicht ernst gemeinte Anfragen dabei und das würde ich gerne vermeiden. Deshalb, ihr könnt gerne was bei mir kaufen, aber dann funktioniert das für euch auch genauso wie für alle anderen. So, da ist Windows 10 auch schon installiert. Also dann geht's gleich mit dem anderen Gehäuse weiter. Ein neues von Aerocool, was ich noch nicht hatte. Weiter geht's mit dem Aerocool Wave. Das hatte ich noch nicht. Das hat hier eigentlich nur eine andere Front. Oben wieder schön viele Lüftungsgitter und hier hinten so eine Aussparung für die Kabel. Hier geht es dann im Innenraum weiter. Hinten ein Lüfter, der ist beleuchtet. Die Front ist auch in irgendeiner Form beleuchtet. Hier unten schön mit Netzteilabdeckung. So sieht es dann im Innenraum aus. Ich wusste gar nicht, dass hier schon drei Lüfter installiert sind. Wenn ich mir mal den hier so anschaue, der ist durchsichtig, der wird beleuchtet sein. Aber diese hier sind einfach nur weiß. Und wenn ich mir mal die Kabel so anschaue, genau, das sind ganz normale 3-Pin-Lüfter, die man wahrscheinlich auch per Molex anschließen kann. Ja, ist für den Airflow ziemlich schön. Vielleicht ist hier auch noch in irgendeiner Form Beleuchtung hinter. Das werden wir. Ja, ist es. Guck mal hier. Aber wie gesagt, das Gehäuse hat 35 Euro gekostet mit Glasscheibe. Richtig vielen Lüftern drin, guten Airflow. Hier kommt schön Luft rein, hier oben durch auch. Ich kann mich nicht beschweren. Echt Aerocool, ihr werdet immer besser. Und hier haben wir nun einen fertigen PC im Aerocool Blade. Der andere ist hier gerade im Stresstest. Das Gehäuse hat mich eigentlich überzeugt. Man kann ganz vernünftig drin bauen. Man hat hier vorne einmal die RGB-Leiste. Hier im Innenraum drei schöne Lüfter, die gerade auf Molex 12 Volt Betrieb laufen. Kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Auch von den Kabeln her und allem anderen ging das wohl ziemlich gut. Und ja, bei einem PC, der ist jetzt schon im Stresstest einmal verreckt, da muss ich schauen, was das ist. Aber wird sicher noch alles klären. Das Ding ist eigentlich ganz cool geworden. Ich melde mich morgen wieder. Und so sieht dann ein Rechner im Aerocool Wave aus. Eigentlich ganz schön, wie ich finde. Wir haben hier vorne nochmal drei beleuchtete RGB-Lüfter, die dann für die Beleuchtung im Innenraum auch noch sorgen, indem die so ein bisschen nach hinten strahlen. Mit der MSI-Grafikkarte ziemlich schön, wie ich finde. Hier haben wir so ein Asus-Mainboard aus so einem Asus-Fertig-PC drin. Da haben die mit den Anschlüssen wieder etwas geknausert. Wir haben nur zweimal USB. Deshalb habe ich hier noch eine USB-Karte eingebaut. Na gut, das ist wie so ein Frontpanel. Da haben wir einmal eSATA und einmal und zweimal USB 2.0 zusammen mit dem schönen Seasonic-Netzteil. Kann man sich eigentlich nicht beschweren bei der Kiste, zumal man die Lüfter auch einstellen kann in der Farbe. Hier, da kann man im Endeffekt nehmen, was man will. Alle Farben da.
Also, das ist wirklich gut gemacht, wie ich finde. Gerade für 35 Euro wäre mir noch ein Echtglas-Seitenteil. Also, ich muss sagen, ich bin von den neuen Gehäusen positiv überrascht. Na gut, was heißt neues Gehäuse? Dieser Blechkasten bleibt ja immer gleich. Die ändern ja immer nur die Front dann. Und mal ein Lüfter drin und mal nicht. Aber so ist das halt. Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem kleinen Video angelangt. So sieht dann übrigens ein PC aus, der verkaufsfertig ist. Da muss ich noch Bilder von machen. Hier ist dann immer so ein Zettel dran, dass ich weiß, was drin ist. Auch mit der Seriennummer oben drauf. So kann ich die auch immer wieder zuordnen. Das ist ganz praktisch. Und für den Rechner da unten, der im Stresstest ausgegangen ist, habe ich eine 1050 Ti bestellt für 55 Euro oder so. Die kommt dann da rein, weil ich habe im Moment keine guten Netzteile. Keine, die übermäßig stark sind, die so eine R9380 packen können. Deshalb, und Netzteile sind im Moment ziemlich teuer. Also 25, 30, 35 für ein 450 oder 500 Watt Netzteil in Gebrauch. Dann lege ich lieber einen 20er drauf und nehme eine vernünftige Grafikkarte. Ist besser für mich, würde ich sagen. Ja gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal wieder, falls ihr schon dachtet, ich mache keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video, denn das ist schon aufgenommen. Ich würde sagen, bis dahin, ciao.